In 100 Tagen zu der besten Version deiner selbst zu werden oder besser gesagt zu meiner selbst werden, weil wir sind alle individuelle Seelen, die alle auf dieser Welt sind, um an uns zu arbeiten, um eine Seelenerfahrung zu machen. Und unsere Seele ist aus einem ganz bestimmten Grund hier auf diesem Planeten. Wir müssen nur herausfinden, wieso. Ich habe das Gefühl, dass wir uns gerade in so einer Zeit befinden, in der so ein Riesenumschwung passiert, wo sich so viele Menschen verändern. Dir ist es bestimmt auch schon aufgefallen, in unserem Umfeld, in meinem Umfeld, in meiner Familie, grundsätzlich auf Social Media sieht man es immer, immer mehr, dass so viele Menschen an sich arbeiten, den Sinn des Lebens versuchen, irgendwie für sich selbst herauszufinden, erfolgreich zu werden und nicht im System zu leben. Und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, in 100 Tagen herauszufinden, ob ich die beste Version meiner selbst werden kann. Denn es werden uns ja immer so viele Dinge angezeigt, so viele Methoden, Systeme, Rezepte, wie man noch gesünder leben kann, noch erfolgreicher werden kann, noch eine strahlendere Haut bekommen kann, noch einfach noch viel besser werden. Und ich habe mich dann gefragt, geht das überhaupt? Kann man irgendwann an einen Punkt kommen, wo man sagen kann, ich bin die beste Version meiner selbst, ich bin jetzt angekommen? Oder ist das Leben eine Reise, ein Prozess? Ich bin der Meinung, dass das alles ein Prozess ist und eine Reise. Und man sollte anfangen, oder wir dürfen anfangen, das Hier und Jetzt zu lieben, das Hier und Jetzt zu genießen und auch die Reise zu genießen. Trotzdem werde ich es 100 Tage testen. Und wir sind auch schon mittendrin, denn ich habe schon damit angefangen. Wir sind jetzt an Tag 33. Kannst du gerne mal auschecken. Siehst du in meinen Shorts, auf Instagram, auf TikTok. Ich heiße über gleich Cecilia Official. Und da kannst du meine Reise verfolgen. Ich poste jeden Tag ein Video, in dem ich verschiedene Dinge ausprobiere. Ich habe schon so viele verschiedene Rezepte, grüne Säfte, Sportarten ausprobiert, Pilates, Yoga, ich habe so vieles gemacht und ich habe schon sehr, sehr viele Fortschritte gemerkt. Mein Körper hat sich schon richtig krass verändert. Ich habe noch nie so einen definierten Körper gehabt, wie ich es momentan habe. Und das liegt einfach an der Disziplin und an dem Wille, dass ich sage, hey, ich möchte das, ich möchte besser werden. Und indem ich besser werde, sieht man dann auch Erfolge und man sieht wirklich, am Körper kann man sehen, okay, ich habe was gemacht. Und wenn es einem selbst auffällt, ist es schon mal ein richtig, richtig großer Step. Dazu fällt mir auch gerade ein richtig, richtig gutes Buch ein, was ich auch ziemlich anfangs meiner Reise gelesen habe. Das ist jetzt schon 2 Jahre her. Vor 2 Jahren hat sich nämlich in meinem Leben so vieles verändert. Darauf komme ich gleich nochmal. Aber ich noch mal kurz zu dem Buch. Das Buch heißt Die 1%-Methode. Und da geht es wirklich darum, jeden Tag 1% besser zu werden, als du es am Tag vorher warst. Und 1% ist so klein, weil wir nehmen uns immer so viel vor und denken, okay, ich will die beste Version meiner selbst werden und dafür muss ich so vieles tun. Ich muss Berge versetzen, ich muss Bäume ausreißen. Aber nein, musst du nicht. Du musst nur 1% besser werden. Und das kann sein, ich lese heute eine Seite mehr in meinem Buch. Ich trinke heute noch einen grünen Saft. Ich trinke heute mehr Wasser. Ich beschäftige mich heute mit dem und dem Thema. Heute lerne ich eine neue Sprache. Das kann so viel sein. Und deswegen fang an, jeden Tag einfach nur 1% besser zu werden. Dann kannst du nichts anderes als die beste Version deiner selbst zu werden. Vor genau 2 Jahren ungefähr, oder sind es jetzt schon 3 Jahre, ich weiß es gar nicht mehr so genau, hat meine Reise begonnen und ich weiß noch ganz genau, wie es passiert ist. Denn das Leben hat mich komplett aus meinem damaligen Leben rausgerissen. Und ich habe in so einer Bubble gelebt, in der ich dachte, dass alles so toll ist und alles so schön ist, aber ich habe so gegen meinen eigentlichen Ursprung gelebt, so gegen die Natur gelebt, so dagegen gelebt, wer ich eigentlich bin oder was wir eigentlich auf dieser Welt hier machen. Ich habe unbewusst gelebt, ich habe mich schlecht ernährt, ich habe sehr viel Alkohol zu mir genommen, sehr viel Zucker, meinem Körper einfach nichts Gutes getan. Ich habe mich mit toxischen Menschen umgeben, ich habe mich mit negativen Menschen umgeben, ich habe mich so oft hinten angestellt und mein Körper hat mir so viele Warnsignale gegeben und hat immer wieder gesagt, Cecilia, mach was, Cecilia, hör auf, das zu machen. Es hat angefangen, dass ich Panikattacken bekommen habe. Ich habe mich so unwohl gefühlt in meinem Körper, bis ich krank geworden bin, weil ich all diese Symptome einfach ignoriert habe. Ich hatte so viele Symptome von Hautausschlag an meinem ganzen Körper, bis zu Panikattacken, bis zu Akne. Mein Gesicht war voll mit Akne. Mein Körper, ich habe mich so schlecht täglich gefühlt. Ich hatte keine Energie, gar nichts.
Ich habe trotzdem mein Leben einfach weitergelebt, so wie ich es immer getan habe. Ich habe mich schlecht ernährt, ich bin spät aufgestanden, ich habe nicht nach meinem Ursprung gelebt, ich habe so vieles getan, was ich nicht hätte tun sollen. Und ich habe es trotzdem getan, weil ich in meiner Bubble gelebt habe, bis mir das Leben so eine verpasst hat und mir wirklich eine reingehauen hat, wenn ich das hier mal so sagen darf, und mich komplett aus der Bahn geschmissen hat. Ich wurde richtig krank, ich musste eine Notoperation machen, meine Schilddrüse wurde entnommen. Wenn dich das Thema interessiert, drop mal in die Kommentare. Ich kann dazu noch viel, viel mehr eingehen, denn ich habe jetzt Hashimoto, früher Morbus Basedow, ist eine Autoimmunerkrankung und sehr, sehr viele Menschen leiden an Autoimmunerkrankungen und wissen es gar nicht. Und so ging es mir auch. Viele Ärzte konnten mir nicht helfen. Ich bin von Arzt zu Arzt gerannt. Niemand wusste, was ich habe. Niemand konnte mir weiterhelfen. Mein Hals ist so fett angeschwollen. Ich wusste nicht mehr, wo hinten und vorne ist, bis es mir so schlecht ging, ich mit Medikamenten zugepumpt worden bin, von vorne bis hinten. Mir ging es so schlecht, dass ich irgendwann einfach, der Stecker wurde gezogen, ich musste notoperiert werden. Und das war der Moment, ich weiß es noch ganz genau, ich war in dieser Klinik. Es war ein, zwei Tage vor meiner Operation, wo ich wusste, jetzt werde ich operiert. Ich lag in diesem Zimmer, ich habe rausgeschaut aus dem Fenster, ich sehe es gerade vor meinem Auge. Und das war der Moment, wo ich gesagt habe, jetzt wird was geändert. So möchte ich nicht leben. Ich möchte nicht krank sein. Ich möchte nicht nach so vielen Dingen leben, die nicht für mich vorbestimmt sind. Und das Leben hat es mir auf die harte Tour gezeigt. Und ich möchte nicht, dass du es auch auf die harte Tour lernen musst, denn es geht so, so vielen von uns so, denn wir leben alle das erste Mal dieses Leben. Wer weiß schon, wie man das Leben richtig führt? Und deswegen würde ich niemals irgendjemand sagen, hey, du machst das falsch, weil du machst dies und jenes oder du machst es nicht richtig. Wir wissen es alle nicht besser und machen es einfach. Das Einzige, was wir tun können, ist versuchen, uns Menschen an die Hand zu holen, die vielleicht schon das ein oder das andere mehr durchgemacht haben und vielleicht schon an einem höheren Punkt sind und uns an denen so ein bisschen orientieren, bevor wir selbst in diese Situation gebracht werden, weil es wird früher oder später so kommen. Und jetzt ist die Frage, wann sind wir an dem Punkt, dass wir wirklich sagen können, ich bin aus diesem Kreislauf rausgekommen, ich bin an dem Punkt und ich lebe mein bestes Leben, denn glücklich sein ist vergänglich. Und wir können aber versuchen, einfach mal zufrieden zu sein, einfach an dem Punkt zu sein, dass wir nicht krank sind, dass wir uns keine Sorgen machen müssen, dass wir keine toxischen, negativen Energien um uns herum haben, die uns immer wieder runterziehen. Deswegen einfach mal zufrieden sein, lass das mal einfach wirken und überleg dir mal, wann bin ich zufrieden und wann bin ich glücklich, weil glücklich kannst du nicht für immer sein. Denn zu allem gehört auch das Negative, das gehört einfach dazu. Und zurück zur 100-Tage-Challenge zu kommen. In diesen 100 Tagen bin ich auf dem Weg, die beste Version meiner selbst zu werden. Ich mache das nicht nur für mich, sondern ich mache es auch für dich, um dir eine Inspiration zu sein, um dir so einen kleinen Leitfaden an die Hand zu geben, dass du siehst, okay, was gibt es überhaupt alles für Möglichkeiten, was gibt es alles für Methoden, um dir so ein kleines Vorbild, eine kleine Inspiration zu sein. Du kannst dir gerne, gerne meine Videos anschauen und das alles nachmachen. Ich schreibe immer auch was dazu, Rezepte oder ich sag dir, wie ich es machen würde oder was meine Empfehlungen sind. Wie ich aber mit dem Ganzen angefangen habe, wenn du jetzt noch wirklich am Anfang stehst und nicht weißt, wie du anfangen kannst, aber du spürst innerlich so ein Verlangen, dass du etwas Größeres erschaffen willst, dass du auf dem Weg bist, den Sinn deines Lebens herauszufinden, ne? Und du weißt aber gar nicht, wie du richtig anfangen sollst, kann ich dir einfach nur von meiner Erfahrung berichten, ne? Du musst einfach losgehen, du musst einfach anfangen. Da gibt es keine Zauberformel oder so machst du es und das ist richtig. Jeder hat seinen individuellen Weg. Jeder braucht andere Dinge. Jeder hat eine andere Reise vor sich und du bist auch aus einem ganz anderen Grund hier, warum ich zum Beispiel hier bin. Und deswegen kann ich dir nicht sagen, so machst du es und so ist es richtig, weil ich es so gemacht habe und bei mir es funktioniert hat. Sondern du musst für dich ganz selbst herausfinden, was für dich das Richtige ist. Es werden einem immer so viele Methoden und Erfolgsrezepte unter die Nase gerieben. Aber das muss nicht auf dich zutreffen. Und wenn du es ausprobiert hast und merkst, boah, das bringt mir gar nichts oder irgendwie fühle ich mich damit überhaupt nicht wohl, dann ist das völlig in Ordnung, denn du bist eine ganz individuelle Seele, die das ganz eigene braucht. Und deswegen ist der erste Step losgehen. Loslaufen und anfangen, das Leben zu führen, was du verdient hast. Und das kann sein, indem du Bücher liest. Bücher lesen, Bücher lesen, Bücher lesen. Mir haben Bücher lesen
so viel geholfen. Ich bin in kürzester Zeit zu einem wirklich anderen Menschen geworden, denn jede Geschichte eines anderen spiegelt sich in deiner Geschichte auch wieder. Alles, was du durchlebst, hat schon jemand anderes auch schon mal durchlebt. Und für jede Situation gibt es ein Buch, was dir vielleicht nicht 100% helfen muss, wo jetzt die Formel drin steht, wie du dein Problem bewältigen kannst. Aber du fühlst dich verstanden, du fühlst dich nicht mehr alleine. Du siehst, dass es irgendwo auch ein Licht am Ende des Tunnels gibt, weil eine andere Person es ja auch schon mal geschafft hat, aus dieser Dunkelheit rauszukommen. Und deswegen beschäftige dich mal damit, was sind eigentlich so die Bausteine in meinem Leben oder in deinem Leben? Womit beschäftige ich mich? Was ist gerade so ein bisschen die Blockade, die mich aufhält davor, das Leben zu führen, was ich führen möchte? Denn alles ist schon hier. Diese Energie, die du in dir spürst oder diese Vorstellung oder das, was in dir abgeht, wo du siehst, ey, es gibt noch was Größeres für mich, das ist da und es ist machbar und du kannst es erschaffen, du musst nur loslegen. Die Energie ist vorhanden und wenn du es dir vorstellen kannst, ist es auch machbar. Deswegen lass es mal wirken auf dich und fang an, den Weg in diese Richtung zu gehen. Du musst nicht von heute auf morgen das perfekte Leben führen und es wird immer Rückschläge geben und du wirst immer irgendwann an einem Punkt kommen, wo du merkst, irgendwie ist es doch nicht richtig oder irgendwie ist es doch härter als gedacht. Losgehen, loslaufen und anfangen. Ich habe so ein paar Buchempfehlungen, die ich dir wirklich empfehlen kann, wie ich gerade eben schon meinte. Die 1%-Methode ist ein Buch, was ich dir wirklich krass ans Herz legen kann, wenn du am Anfang stehst und dich verbessern möchtest und du weißt, dass wirklich noch was auf dem Planeten für dich bereitgehalten wird und du aber nicht weißt, wie du anfangen kannst. 1%-Methode. Die 1%-Methode, bitte lies es und berichte mir davon, wie es dir geholfen hat. Das zweite Buch, wenn du auch noch sehr, sehr, sehr am Anfang stehst und gar nicht so richtig verstehst mit den Energies und Manifestieren und wie das alles überhaupt funktioniert, The Secret, gibt es auch einen Film davon, einen richtig guten. Da kannst du dich auch einfach mal mit dieser ganzen Materie beschäftigen. Was ist das überhaupt alles? Ich kann es total verstehen, wenn man es immer wieder hört und sieht und alle machen es irgendwie, aber man gar nicht so wirklich es greifen kann. Und bei The Secret wird es richtig gut erklärt. Oder auch Higher Mind, da wird es noch mal ein bisschen krasser und intensiver erklärt. Finde ich aber auch ein richtig gutes Buch. Das sind so die drei, wo du einfach mal mit starten kannst und einfach mal anfangen kannst, deine Reise selbst in die Hand zu nehmen und die beste Version deiner selbst zu werden. Wir haben den ganzen Tag Gedanken. Fang mal an, indem du journalst, indem du deine Sachen aufschreibst, mal deine Gedanken so ein bisschen zu analysieren. Was denke ich überhaupt den ganzen Tag? Warum denke ich das überhaupt? Und warum bin ich überhaupt in dieser Situation, in der ich bin? Wenn du zum Beispiel in einer toxischen Beziehung bist und den ganzen Tag denkst, wieso behandelt er mich so schlecht? Und warum ist er so zu mir? Und warum habe ich das verdient? Da reitest du dich noch mehr in das Ganze rein. Du hast es in der Hand, wie dein Leben ausgeht. Also wie dein Leben verläuft, hast alles du in der Hand. Und deswegen nimm mal diese negativen Glaubenssätze und diese Gedanken und brech die mal auf. Und du musst das wirklich so aufbrechen, dass du es in deinem Unterbewusstsein wirklich der Überzeugung davon bist. Und nicht, dass du dich selbst veräppelst und sagst, eigentlich glaube ich es ja nicht, aber ich muss es ja jetzt sagen, weil das Universum hört ja zu. Und deswegen tue ich jetzt mal so, als würde ich es eigentlich nicht glauben. Dann funktioniert das nämlich nicht. Du musst der Überzeugung sein. Und wie du da hinkommst, ist, wenn du diesen Satz gefunden hast, diesen Satz, warum passiert mir das immer? Warum werde ich immer schlecht von Menschen behandelt zum Beispiel? Dann nimmst du diesen Satz und wandelst den in was Positives um. Warum habe ich immer so viel Glück mit Menschen? Warum laufen mir immer so viele positive und tolle Menschen über den Weg? Und diesen Satz verinnerlichst du. Du kannst ihn jeden Tag aufschreiben in dein Journal. Du kannst ihn jeden Tag dir vor deinem Spiegel sagen und ihn zu deiner Realität machen. Da gibt es auch so eine kleine süße Geschichte. Da geht es um einen Mann, der einen kleinen Lebensmittelladen hat, in dem er Lebensmittel verkauft, aber auch so kleine Geschenke und richtig süß, das ist seine Leidenschaft, er liebt das und er hat sich das ganz alleine aufgebaut und er hat keine Kunden. Und das hat ihn so verletzt, weil er so viel Herzblut da reingesteckt hat, aus verschiedenen Gründen, das kann nicht immer gleich laufen,
hat er angefangen, total negative Gedanken zu bekommen. Hat sich jeden Tag gesagt, warum hat er das verdient und warum kommen keine Kunden und warum läuft es nicht, warum hat er keine Verkäufe. Dann ist er nach Hause gefahren zu seiner Frau, hat ihr davon erzählt und meinte, es läuft nicht, ich habe keine Kunden, ich muss den Laden schließen, es war alles umsonst. Und so hat er dem Universum die ganze Zeit diese Gedanken in Energy umgewandelt, dass dieser Laden niemandem aufgefallen ist. Jeder ist an diesem Laden vorbeigelaufen. Wenn du es selbst nicht glaubst, wie sollen es andere glauben? Und als er das verstanden hat irgendwann und seine Gedanken verändert hat, auch mit verschiedenen Methoden, hat er angefangen, sein Leben zu verändern und erstmal dankbar zu sein für das, was er sich aufgebaut hat. Er hat angefangen, dankbar dafür zu sein, das, was er sich überhaupt aufgebaut hat. Er war dankbar dafür, ein Dach über dem Kopf zu haben. Er war dankbar dafür, seine Leidenschaft an Menschen zu bringen und hat dann bewusst angefangen, diese Glaubenssätze umzuwandeln in: Ich habe jeden Tag so viele Kunden, jeder liebt meine Produkte, jeder kauft so gerne meine Produkte, und hat jeden Tag damit verbracht, diese Gedanken umzuwandeln, bis es zur Realität geworden ist. Und es geht nicht anders, du kannst nicht anders, als diese Energies dann zu verändern. Und es kamen immer mehr Kunden in seinen Laden. Er hat dann sogar mehrere Läden noch aufgemacht, weil die Leute so viele von seinen Produkten gekauft hat, dass ein Laden gar nicht mehr gereicht hat. Und so kannst du das auf dich umwandeln. Werde zu dem Mann, der seine Lebensmittel verkauft. In jeder Situation in deinem Leben. Fang an, das, was du tust, zu lieben, zu fühlen, wertzuschätzen, in dir innerlich zu verwirklichen. Und das Universum kann nicht anders. Es kann nicht anders. Das ist so wirklich, wenn du dich anfängst mit Manifestieren und Energies zu beschäftigen, da gibt es noch so viel. Aber ich will das Video nicht zu lange halten, weil wir kommen jetzt noch zu meinem Lieblingspunkt, auf dem ich mich die ganze Zeit schon freue. Denn wir gehen jetzt meine letzten 33 Tage noch durch, die letzten 33 Tage der 100-Tage-Challenge, in der ich zu der besten Version meiner selbst werde. Was habe ich überhaupt jeden Tag gemacht? Was für Methoden habe ich ausprobiert? Was für Rezepte habe ich ausprobiert? Wie habe ich so meinen Tag gestaltet? Wir werden jetzt meine ganzen Videos durchgehen. Und ich werde dir auch ganz ehrlich meine Meinung sagen, was fand ich cool, was fand ich nicht cool, was hat wirklich was gebracht, was hat nichts gebracht, was würde ich nicht nochmal machen. An Tag 1 der 100-Tage-Challenge habe ich direkt mit eins meiner Lieblingsdinge gestartet, denn das mache ich schon sehr, sehr lange, und zwar Apfelessig trinken. Wenn du unter Darmproblemen leidest, wenn du daran leidest, oft Bauchschmerzen zu haben, einfach deine Verdauung ist nicht so, wie sie sein sollte, trink Apfelessig. Es tut deiner Verdauung so gut, deine ganzen Darmprobleme werden sich in Luft auflösen. Es ist gut für deine Haut, es ist gut für deine Körpergerüche. Girl, boy. Grundsätzlich ist es einfach richtig gut für deinen Körper. An Tag 2 habe ich aus Quinoa Kaiserschmarrn gemacht. Ich muss sagen, ich war nicht ganz so überzeugt. Ich mache es dann doch lieber aus Haferflocken. Aber ich wollte es unbedingt mal ausprobieren, weil ich es auch gesehen habe, dass man aus Quinoa auch Pizza machen kann. Kommen wir vielleicht auch noch dazu. Man kann aber auch richtig verschiedene coole andere Dinge machen. Deswegen fand ich es auch eigentlich ganz geil, aber ich würde es nicht nochmal machen. Dann mach es lieber aus Haferflocken, da bist du auch auf der sicheren Seite. Es ist halt glutenfrei, zuckerfrei, dairyfrei, wie sagt man, vegan. Und deswegen fand ich auch richtig cool. An Tag 3 habe ich mich alleine in den Park gesetzt und habe einfach mal den Vormittag verbracht. Es war richtig schön, es war aber auch eine Herausforderung, weil ich bin nicht so gerne alleine und vor allem nicht alleine in der Öffentlichkeit. Zu Hause bin ich total gerne alleine, aber alleine irgendwo draußen zu sein, fühle ich mich manchmal dann doch unwohl oder fühle mich beobachtet oder kann einfach nicht so loslassen. Es ist aber einfach so unfassbar wichtig, mit uns selbst uns alleine wohlzufühlen, mit unseren Gedanken, und deswegen habe ich das einfach gemacht. Ich habe es mir richtig cute gemacht, so ästhetisch, kann ich dir auch einfach nur empfehlen, schnapp dir deine süße Decke, kauf dir ein paar Blumen, kauf dir was Leckeres zu essen und sitz einfach ein bisschen draußen, schreib in deinem Buch. Und das war auf jeden Fall auch Haken, auf jeden Fall sehr, sehr cool, hat mir sehr Spaß gemacht. An Tag 4 habe ich Yoga draußen gemacht. Yoga liebe ich auch so sehr, mache ich bis heute noch. Ich mache Yoga auch schon seit 2 Jahren ungefähr. Ich liebe es, es erdet mich, ich kann mich dabei stretchen, mein Körper fühlt sich einfach so gut an und ich wurde so stark dadurch. Ich merke richtig, wie ich richtig Muskeln aufbau durch Yoga, deswegen kann ich dir Yoga bitte, bitte, bitte einfach nur empfehlen. Mach es einfach mal, probier es aus, ob Mann oder Frau, es wird deinem Körper richtig gut tun. An Tag 5 habe ich auch ein glutenfreies Rezept ausprobiert und habe mir damit
Linsenwraps gemacht. Fand ich richtig geil, liebe ich bis heute. Sie haben richtig viele Proteine. Sie sind richtig lecker. Ich wusste gar nicht, dass man aus Linsenwraps machen kann. Hallo. Und sie sättigen so krass. Das ist so nice. Du isst zwei solcher Wraps und bist total gesättigt. Deswegen schau dir mein Video an. War auch auf jeden Fall ein voller Erfolg. An Tag 6 habe ich mal wieder was für mich selbst gemacht, für meine mentale Gesundheit, um in meine innere Mitte zu kommen und habe mir ein Mahlset bestellt. Bedeutet, ich habe so ein Mahlteil aufgestellt, habe es mir richtig ästhetisch gemacht, habe mir ein süßes Kleid angezogen, habe mir einen süßen Cocktail gemacht, natürlich alkoholfrei, unter der Woche wird nicht getrunken. Auf jeden Fall habe ich dann gemalt und es war richtig entspannt. Ich habe Musik dabei gehört und ich habe mich gefühlt wie in so einem Film. War richtig geil. Ich habe mich danach echt kreativ ausgelebt gefühlt. Das war richtig nice. Würde ich auch, kann ich wirklich nur empfehlen. An Tag 7 habe ich mir Reiswasser fürs Gesicht gemacht. Ich habe nämlich so viele Videos gesehen, dass in der Korean Skincare, generell so Asien, wird es voll oft gemacht, dass man einfach den Reis wäscht und das Wasser, was übrig bleibt, kannst du dir ins Gesicht machen oder auch auf die Haare. Davon sollst du die krasseste Haut bekommen. Ich benutze es so lange jetzt schon, seitdem ich das ausprobiert habe, benutze ich das und ich liebe es. Es ist so geil. Schau dir auf jeden Fall das Video an. Ich habe alles dazu geschrieben, wie es funktioniert und so. Ich finde auch richtig geil, benutze ich bis heute noch. Einfach mal die natürlichen Produkte nehmen, um unsere Skincare zu machen und auf die Natur zu vertrauen. Denn alles, was wir brauchen, gibt es auf dieser Welt, anstatt irgendwie teure Produkte zu kaufen, wo meistens noch irgendwie Parfüm drin ist oder so. Deswegen kann ich auch sehr, sehr, sehr empfehlen. An Tag 8 habe ich mich auch mit meinem Lieblingsthema beschäftigt, und zwar Journaling. Da habe ich einfach mal mir ein paar Minuten Zeit genommen, mich hingesetzt und habe gejournalt. Ich habe meine Gedanken aufgeschrieben, ich habe meine Dankbarkeitsliste geführt, habe aber auch aufgeschrieben, wie ich mir so meine Zukunft vorstelle und habe es in meine Realität mit eingebracht. Journaling, 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 auch lieben wir. Eins meiner Lieblingsthemen habe ich ausprobiert und mache es jeden Tag. An Tag 9 habe ich gezeigt, wie ich immer meinen Selleriesaft mache. Ich liebe Selleriesaft, der hat mir in meiner Gesundheitsphase, in der meine Gesundheit sehr am Struggeln war, sehr, sehr, sehr geholfen. Vor allem auch die Bücher von Anthony Williams. Lies sie dir bitte, bitte durch, wenn du gesundheitliche Probleme hast. Alles, was wir brauchen, ist in der Natur. Alles, was wir brauchen, ist in unserem Obst und Gemüse. Du kannst dich heilen mit natürlichen Produkten. An Tag 10 habe ich eine neue Sprache gelernt. Ich habe mich für Französisch entschieden, um einfach, ja, die beste Version meiner selbst zu werden. Wer liebt es nicht, eine andere Sprache zu sprechen? Ich muss ehrlich sein, ich schleife ein bisschen hinterher mit Französisch. Ich finde es total schwer. Ich weiß nicht, wie ich es lernen soll, aber ich bleibe auf jeden Fall dran. Ich habe Duolingo und werde auf jeden Fall damit versuchen, Französisch zu lernen. An Tag 11 habe ich mir meinen Ingwer-Shot gemacht. Ich habe einen Entsafter. Alle Dinge, die ich dir übrigens hier sage, findest du unten in meinem Link und kannst dir alles nachbestellen. Ich habe einen Storefront, in dem du wirklich jedes, ob es dieses Mahlset ist, ob es ein Juicer ist, ob es irgendwelche kleinen Dinge sind, Journals und so weiter, findest du alles in meinem Storefront. Auf jeden Fall habe ich meinen Ingwer-Shot gemacht. Lieben wir, trinke ich immer noch jeden Tag. Auch auf jeden Fall sehr, sehr gut, um die beste Version deiner selbst zu werden. An Tag 12 habe ich dir gezeigt, was ich immer für Supplements nehme, ob Kurkuma, Gerstengras, Vitamin D, Magnesium, Calcium. Über alles habe ich gesprochen und da kannst du auf jeden Fall sehen, was ich immer so nehme, was meine Faves sind, was ich nicht mehr nehme. Auch auf jeden Fall sehr, sehr gut. Take your supplements, girl. An Tag 13 habe ich Pilates ausprobiert. Ich mache es bis heute. Pilates ist so geil. Wieso hat mir niemand gesagt, wie geil Pilates ist? Ich liebe es und ich würde es jedem empfehlen. Seitdem ich Pilates mache, habe ich endlich Bauchmuskeln. Mein Leben lang mache ich Sport. Ich hatte nie Bauchmuskeln, die man sieht. Jetzt habe ich Bauchmuskeln. Danke Pilates. Hot Girls do Pilates. An Tag 14 habe ich mein komplettes Apartment auf den Kopf gestellt. Ich habe alles gereinigt, ich habe geputzt. Ich habe, glaube ich, 6 Stunden damit verbracht, jede Ecke zu putzen, um wirklich jede negative Energie, die jeder irgendwann mal in der Wohnung hat, ob es Leute mit reinbringen oder wie auch immer. Ich habe alles geräuchert und ich habe mich danach gefühlt wie ein neuer Mensch. Ich habe die Betten bezogen. Ich lieb's. An Tag 15 habe ich einen Banana Iced Coffee gemacht. Der ist so lecker. Für alle, die Eiskaffee lieben, probier es bitte aus. Es ist zu lecker. Das hat mein Herz erwärmt. Ich weiß noch, ich saß hier und ich war so. Das ist auch nämlich so eine gute Snack-Alternative, wenn man manchmal Bock hat auf einen Snack, auf was Süßes. Es war wie ein Snack, es war wie ein Milchshake, hat das geschmeckt nur noch mit Eiskaffee. Das war so geil. An Tag 15 habe ich gezeigt, wie ich mein
wirklich mein allerliebstes Frühstück mache. Ich liebe, liebe, liebe Porridge. Und ich esse bestimmt 5 bis 6 Mal die Woche Porridge und an einem Tag esse ich mal was anderes. Und ich habe da gezeigt, wie ich das immer mache. Es war so lecker, gesund, alles, was man braucht, alles war dabei. Ich war, glaube ich, den ganzen Tag gesättigt. Ich habe heute auch Porridge gegessen und ich liebe es und ich bin immer noch satt und es ist schon 15 Uhr. An Tag 16 habe ich dir meine Morgenroutine gezeigt, wie ich meinen Morgen beginne und wie ich starte, in den Tag zu starten, damit ich einfach gut gelaunt bin und mich gut fühle und habe dann einfach so ein bisschen gezeigt. Lieben wir Morgen- und Abendroutinen, kann ich auch nur empfehlen. An Tag 18 habe ich dir meinen grünen Saft gezeigt, wie ich immer meinen Smoothie zubereite, was da alles so reinkommt. Lieben wir auch. Ist gar keine Rede darüber, weil es einfach geil ist und immer passt. Es ist ästhetisch, es ist cute, es ist nice. An Tag 19 habe ich gezeigt, wie ich immer so am Tag, gerade in stressigen Situationen, meditieren. Meditieren, meditieren, meditieren. Das ist so wichtig und sollte man wirklich jeden Tag machen. Ich schaffe es auch nicht jeden Tag, aber ich nehme mir gezielt Zeit dafür. Am Tag, gerade an stressigen Tagen, dann lege ich mich hin und meditiere einfach mal ein paar Minuten. An Tag 20 habe ich was gemacht, um mich zu erden. Und zwar bin ich einfach mal rausgegangen in die Natur. Und es war gar nicht so warm, aber ich bin hier in den Wald gefahren mit meinem Hund und bin einfach mal barfuß durch den Wald gelaufen. Denn alle unsere Punkte, unser ganzer Körper findet sich an unserem Fuß unten wieder. Es kommt auch aus der chinesischen Medizin, glaube ich. Das ist Akupunktur. Und alle diese Punkte, mit denen du Akupunktur machst, die sind an unserem Fuß. Und wenn du jetzt, das heißt Earthing, machst und einfach barfuß läufst, heilt dein Körper automatisch und das hat so gut getan. Ich habe mich so gut damit gefühlt. An Tag 21 bin ich auf einen Flohmarkt gefahren und einfach die beste Version meiner selbst zu werden. Da geht man auf den Flohmarkt und kauft Dinge von anderen Leuten, anstatt die Welt noch mehr kaputt zu machen, indem man neue billige Sachen kauft. Bin ich auf den Flohmarkt gegangen, habe so einen süßen Tag verbracht. Das war richtig nice. An Tag 22 habe ich kalt geduscht nach Wim Hof. Es ist ein Mann, der ist crazy und ich bewundere ihn. Bitte informier dich mal über ihn und schau dir mal seine Videos an. Eisbaden. Ich muss ehrlich sein, es ist nichts für mich. Ich habe es schon öfters ausprobiert und jedes Mal, wenn ich es mache, ich finde es irgendwie geil. Und irgendwie bringt es was, ja. Und ich bin total davon überzeugt, dass das, was er macht, stimmt und krass ist. Aber irgendwas ist in mir, dass ich mich danach nicht gut fühle. Ich habe immer das Gefühl, ich werde krank, nachdem ich das mache. Und das ist mir dann auch nicht wert, das zu machen und danach krank zu werden. Aber ich würde es so gerne machen. Aber was ich mache, ist seine Atemtechnik. Da kommen wir aber auch noch dazu. Das ist auch richtig krass. An Tag 22 habe ich Gesichtseisbaden gemacht. Kennen wir alle von Bella Hadid, ihre Skincare-Routine. Da macht sie ja ihr Gesicht in Eiswasser und es soll die Poren schließen und dein Gesicht entpuffen. Und am Morgen soll man sich richtig gut damit fühlen. Habe ich ausprobiert. Ich weiß nicht, ob ich es wieder machen würde. Ich mache es ab und an, ja, auf jeden Fall. Aber da kommen wir gleich zu was viel Geilerem, was ich schon viel, viel länger mache. An Tag 23 habe ich ein Deep Core Workout gemacht. Bedeutet, ich habe mein Sixpack trainiert mit einfachen Übungen, die man schnell machen kann, schnell zwischendurch. Innerhalb von 10 Minuten hast du ein Sixpack. Sehr geil. An Tag 25 habe ich Seilspringen gemacht. Irgendwo liebe ich es, irgendwo hasse ich es. Ich versuche es in meine Routine mit einzubauen und um mindestens 2-mal die Woche zu machen. Aber ich bin ehrlich, irgendwie ist es mir zu anstrengend. Ich mache dann lieber Yoga, Pilates, gehe raus in die Natur. Das binde ich manchmal ein, aber es ist nicht mein Fave, bin ich ehrlich. An Tag 26 habe ich dir gezeigt, was ich so an einem Tag esse. Ich habe so viel Hate dafür bekommen. Mich würde mal richtig interessieren, was du dazu sagst und was du davon hältst. Mir wurde gesagt, ich wäre magersüchtig, ich habe eine Essstörung und ich finde es krass, dass in unserer heutigen Gesellschaft, wenn du dich gesund ernährst und vielleicht nicht so viel isst, weil ich brauche nicht so viel wie manch andere, dass es direkt als sowas betitelt wird, finde ich sehr krass, hat mich sehr, sehr geschockt. Aber kannst dir gerne mal deine eigene Meinung dazu machen. Es war Tag 26. An Tag 27 habe ich einen Self-Care Sunday gemacht und da habe ich wirklich das gemacht, worauf ich Lust hatte und habe mir so eine kleine Checkliste gemacht und habe so verschiedene Dinge abgearbeitet. Fand ich auch sehr, sehr geil. Aber ich muss sagen, ich verbringe meinen Sonntag lieber mit Dingen, die mir wirklich Spaß machen, sowas wie lesen, malen oder manchmal auch einfach nichts machen oder mich so ein bisschen rechargen. Und da habe ich dann doch eher auch Yoga gemacht und meine Skincare. Und das mache ich eh schon die ganze Woche. Und deswegen dachte ich, so Samstag ist eigentlich so der Tag, wo ich es vielleicht einfach mal nicht machen sollte. An Tag 28 habe ich dir mein Lemon Turmeric Rezept gezeigt. Das ist Zitrone mit Kurkuma. Kurkuma ist krass.
brauche gar nicht mehr dazu sagen, schau dir das Video an, schau mal, was darunter alles steht, was ich alles dazu gesagt habe. Krass. An Tag 29 habe ich meinen Freund mit ins Video geholt und wir haben darüber gesprochen, warum wir getrennte Zimmer haben. Ja, wir leben zusammen hier in dieser Wohnung, aber wir haben getrennte Zimmer. Ich habe mein Zimmer, er hat sein Zimmer und da haben wir so ein bisschen drüber gesprochen, wieso, weshalb, warum. Schau es dir gerne an, ist sehr, sehr interessant. An Tag 30 habe ich ein Stück Gurke ins Gefrierfach gemacht und habe damit meine Skincare gemacht. Lieben wir, ich liebe diesen Hack. Schau es dir an, es ist so geil. An Tag 31 habe ich ein veganes und glutenfreies Bananenbrot gemacht. Es war so unfassbar lecker. Ah, schau es dir bitte an. Das nächste Mal mache ich es mit ein bisschen weniger Nüssen, weil es hat sehr, sehr nach Nuss geschmeckt. Aber es ist so geil. Es gibt so viele geile Rezepte für veganer, glutenfreie Menschen. Denn so viele Menschen haben eine Glutenunverträglichkeit und wissen es gar nicht. Und dass Milchprodukte nicht für unseren Körper gemacht sind, das müsste ja jetzt mittlerweile jeder wissen. Da kann es einem nur schlecht gehen, wenn man das isst. An Tag 32 habe ich ein Self-Care-Sushi-Sunday gemacht. Da habe ich für mich ganz alleine, Michael war nicht zu Hause, Sushi gemacht, habe alles ästhetisch gemacht, habe meinen Tag verbracht und es war so, so cute. Und heute, an Tag 33, habe ich ein veganes Sorbet gemacht, Erdbeersorbet mit Lemon. Schau es dir an, wenn du es noch nicht gesehen hast, würde ich es dir jetzt empfehlen, denn es ist so, so geil. Das war es doch schon mit meinem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, du konntest was daraus mitnehmen und bist auch dabei, an dir selbst zu arbeiten. Wir sind alle das erste Mal auf diesem Planeten. Wir wissen alle nicht, wie es richtig funktioniert. Aber ich finde, das Beste, was wir tun können, ist, das Beste zu tun, das Beste aus uns rauszuholen, unser Leben so zu führen, wie wir es verdient haben zu führen. Weil all das, was es auf dieser Welt gibt, ist für uns alle da. Nicht nur für einzelne Personen. Du musst es nur wollen, du musst es nur selbst in die Hand nehmen und dich dafür entscheiden, ein besseres Leben zu führen. Ich hoffe, ich kann dir eine Inspiration sein. Ich habe mich so gefreut, dass du dir dieses Video angeschaut hast. Alles, was ich dir erzählt habe, findest du auf meinen Social Media Kanälen, Cecilia Official, auf Instagram, The Real Cecilia, auf TikTok und hier auf YouTube findest du mich ja sowieso. Und da findest du nochmal alles viel, viel ausführlicher, jeden Tag der Challenge. Kannst du dir nochmal durchschauen, nochmal anschauen, was ich da überhaupt so mache. Du kannst sehr, sehr gerne mitmachen, es dir als Inspiration nehmen. Und alles, was ich dir hier gezeigt habe, worüber ich dir erzählt habe, findest du in der Beschreibung unten einen Link zu meinem Storefront. Kannst du dir alles nachholen, ob es die Bücher sind, ob es irgendwelche Hilfsmittel sind, ob es meine Supplements sind, Kurkuma, was ich benutze. Alles, wirklich alles. Ich habe mir diese Mühe gemacht. Ich saß da stundenlang dran und habe alles für dich rausgesucht. Deswegen klick einfach auf den Link und mach es dir ganz einfach und fang jetzt an, die beste Version deiner selbst zu werden. Ich hoffe, ich kann dich auf diesem Weg begleiten und wir werden gemeinsam die beste Version meiner selbst, unserer selbst und kreieren einfach was Magisches zusammen, weil diese Welt ist schon schlimm genug und wir können nur dazu beitragen, sie ein bisschen besser zu machen. Und umso mehr Menschen sich dazu entscheiden, besser zu werden, umso besser wird die Welt. Deswegen, ich habe euch alle ganz, ganz lieb und ich hoffe, dass dir das Video gefallen hat. Drück gerne auf Liken, kommentieren, teilen, wie auch immer. Du weißt ja, wie der ganze Prozess geht. Ich hab dich lieb.